Ich muss sagen, vor 2 Jahren war ich auch nicht zufrieden im Schießen. Jetzt letztes Jahr ging es dann echt so einen Schritt nach vorn. Letztes Jahr hast du doch mal im Langlaufwettkampf auch mitgemacht, oder? Das ist wie bei dir, da ist irgendwie auch so ein zweites Herz, was da rüberschielt zum Langlauf. Schießen weißt selber, ich lasse mir vielleicht die ein oder andere Sekunde Zeit, aber ich finde, mit dem Engel haben wir jetzt auch einen ganz guten Mann, der das ja ganz gut mit reinbringt. Ich muss sagen, vor 2 Jahren war ich auch nicht zufrieden im Schießen. Jetzt letztes Jahr ging es dann echt so einen Schritt nach vorn. Hast du schon mal das Kippelbrett probiert vom Engel, was in der Schießhalle steht? So ein Gerät mit so einer Platte drauf, was an so Federn fest. Ja. Das wackelt dann halt so ein bisschen, da kannst du stehend dann dich draufstellen. Aber da eigentlich ähnliche Präferenzen. Ne? Wo wir hier, mein ersten Jahr, da war ich ja auch mit bei der EM, da durch Nikis Treu, da warst du auch mit dabei. Das stimmt, war ja genau. So eine 1-1er Strecke, das war ja früher unser Ding. Ich sehe auch eher so ein Kraftläufer, ne? Ja, schon. So, Bizeps. Ja, mei, da gibt es vielleicht noch einige Details zum Wissen. Da können wir uns vielleicht nochmal unterhalten. Auf vielleicht hast du mir da nochmal einen Tipp. Ja, klar. Ah, hallo Philipp. Hi Denise! Hast du jetzt mit dem Engai oder so im Schießen speziell noch was gemacht jetzt die Tage? Und mit den anderen Jungs dich gebettelt am Stand? Ja, wirklich nur gebettelt. Ich meine, wir haben in unserer Trainingsgruppe, finde ich das mal schon, sehr verschiedene Spezialisten haben. Also es gibt einen, der schießt schnell, es gibt einen, der schießt sehr konsequent und sicher. Da kann man sich bei jedem irgendwo immer das abschauen oder ja, sich da mitfordern, finde ich. Nein, es ist mir natürlich schon mal wichtig, erstmal solide immer ja mit null Feder vom Stand zum weg zum gehen, wie bei dir, glaube ich, das auch meistens ist. Ja, und, ähnlich bei mir. Ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass du dann, wenn du so viel geschossen hast oder so viele Wettkämpfe, dass du dann mal so ein paar Tage brauchst, wo du dann irgendwie mal so komplett abschalten musst und dann auch mal die Waffe so in die Ecke stellst? Ja, doch, geht mir genauso. Also bei deiner Wettkampfabfolge kann ich es mir sehr gut vorstellen. Du bist ja auch dann echt fast in jeder Staffel und dann noch die Team-Challenge dazu. Ich kann mich auch erinnern, letztes Jahr waren wir gemeinsam dort. Mhm. Aber kann total verstehen, dass es da mit Schießen mal einfach mal Waffe weg ins Eck stellen und mal nicht dran denken ganz gut tut.